Jungs, wir sind online. Immer dieses Online, was ist das eigentlich? Was ist das überhaupt? So, Switch rüber, direkt auf Xbox. Zack, zack. Bada bang, Alter. Erstmal das Game starten. Erstmal das freaking Game starten. Ey. Jo. Erstmal das freaking Game starten. Was fällt hier runter? Ein Stift. Jawohl. Need for Speed Heat. Geil, ich hab so Bock, Alter. Ich hab so Bock. Ah, schönes Auto. Das taugt mir schon hart. Das taugt mir schon sehr. Sehr. So, dann erstmal Solo spielen. Let's go. Starten wir direkt. Huch! Ha! Charlie Boy! Huch! Was geht, Bruder? Internet und Strom ist wieder am Start. Der gute Strom, Bruder. Bei mir geht nicht viel. Bruder, jetzt kommt's erst. Kann widersprechen. Oh, Ehre. Gott sei Dank, Bruder. Halsschmerzen sind größtenteils weg. Ja, Gott sei Dank, Bruder. Halsschmerzen sind richtig ehrenlos. Hey, wie war's mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Driftens Also, eingeführt? Halsschmerzen geht gar nicht, Bruder. So, wir müssen auf Freischalten Rap Stufe 15. Dann müssen wir bei Nacht fahren. Nubis, einen wunderschönen guten Nachmittag. Was geht? Muss er auf die Uhr schauen, ey. Aber dafür Nase komplett dicht, körperlich noch schwächer und müde as fuck. Damn, jetzt seit 2 Tagen nicht ordentlich gepennt. Bruder, das ist wiederum belastend. Bruder, ich wollte jetzt mir kurz ein bisschen mein Auto tunen. Also, was heißt tunen? Ich würde gerne ein bisschen optisch auf ein anderes Niveau und Level gehen und selber mal richtig krass machen. Dafür google ich jetzt kurz Car Wrapping. Machen wir Camo. Ich will nämlich ein geiles Camouflage für das Auto machen. So ein richtig freshes. So ein richtig freshes. Ich sehe kurz den Chat nicht. Moment, Jungs. Ich suche mir nur kurz ein nice Picture raus, was das Ganze richtig nice macht. Und danach gönne ich mir das. Es gibt schon geile Camos. Aber ich hätte gern so ein. Ja, wie soll man sagen? Ich sag's euch, ich sag's euch gleich. Iced out Abo, joho, Bruder! Was geht? Wenn ich aufstehe, wird mir richtig schwindelig. Junge. Roulette all, Bruder. Erstmal Lost. Und ich warte seit einer halben Stunde darauf, dass sich ein Kumpel für LOL meldet. Ah ja, er meinte, von einer halben Stunde braucht noch ein paar Minuten. Easy. Abu, wie geht's? Wie steht's, Bruder? Alles fit bei dir? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also das da ist schon ziemlich nice. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich suche gerade ein Carwrapping-Folie aus, damit ich mein Auto ein bisschen fresh stylen kann erstmal. Erstmal so auf neu. Ich bin gespannt, ob ich Camouflage hinbekomme. Das wird ein bisschen schwieriger. Das muss aber saftig sein. Richtig saftig. Ich will auf jeden Fall sowas in die Richtung.
Also ich kann es euch gerade noch nicht ganz zeigen. Aber Moment. Ich war letzte Nacht so im Halbschlaf, das war richtig abgefuckter Drogentrip. Lol. So halb wach, halb am Träumen. Nice. So Jungs, ich hab's. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Wir tunen das Ganze jetzt. So, wir machen Folie. Und zwar komplett neu. Das Auto muss weiß werden. Weiß werden, Farbe. Machen wir es weiß. Hallo, als ob das weiß ist. Bruder, das ist doch nicht weiß. Hä, das ist doch nicht weiß. Das ist weiß. So, wir fangen vorne an. Am besten hier. Oh, das. Oh, das wird schwierig. Kann man auf die Motorhaube nichts machen? Hallo, warum kann man denn auf die Motorhaube nichts machen? Okay, never mind. Ich glaube. Änderung verwerfen. Warte mal. Okay, never mind. Das mit dem Camouflage machen wir dann anders. Das ist irgendwie weird. Das machen wir dann anders. Ja, wurscht. Egal, machen wir das mal anders. Mach einfach noch schnell eine andere Farbe kurz. Das ist doch nice. Änderung speichern. Let's go. So, wir müssen Geld verdienen und Rap sammeln. Und darum fahren wir bei Nacht. So, Shawnee Boy. Verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt dein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Barry. Yeah, yeah. Aber hey, du kannst ihn zumindest einen Kämpfer verpassen. Bruder, du bist immer so halb wach und halb am Träumen. Die Sache ist, die Beschlagnahmung ist meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben... Okay, das heißt, wir machen Story. Wo ist die Olle? Da. Hey, warum ist die hier doppelt? Einmal da und einmal da. Tritt gegen Nari an. Was da? Tritt gegen Oscar an. Okay, go. Fahren wir dahin. Aber wir machen Schnellreise. Erstmal. Fizzy! Bruder! Was geht, Homie? Ich bin halt immer am Träumen. Ja, Bruder. Tagträume Beste. Guten Morgen, Fizzy. Errat mal, worüber ich gerade den Ton höre. Bruder, Ehre. Die Kopfhörer sind schon nice. Die sind schon nice. Kann man echt nicht sagen. Kann man echt nicht sagen. Als du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. Das ist besser. Besser so. Über das Bild. Bild ist zu laut. Easy. Let's go. Ja, Mann. Die Musik ist auch so nice wieder. Ich dachte, das sind so 3-Euro-Kopfhörer, die sich anhören, als würde man durch eine Blechdose hören.
Nee, Bruder, die sind schon gut. Die sind schon gut, aber die sind echt nice. Ich vergleiche die so ein bisschen mit Beats. Nicht ganz so gut wie die Beats, aber. Also weißt du, diese In-Ear-Beats-Kopfhörer von früher, die alle immer so gehypt haben. Danke nochmal, sehr gerne für sie. Sehr, sehr gerne. Scheiß gegen mich. Genau wie du. Sehr gerne, Bruder. Immer doch. Und die hast du verkauft? Ja, die habe ich in meinem alten Online-Shop damals verkauft. Und auf Amazon. Aber sind irgendwelche übrig geblieben. Den Online-Shop gibt es nicht mehr. Auf Amazon verkaufe ich auch nichts mehr. Deswegen. Pass auf! Yes. Alter, voll die Autos am Start. Kein Bock mehr oder zu viel Arbeit? Ja, Bruder, Glück beim Start wir haben gar nichts. Ja, wir haben halt so viel gemacht und so. Ich hatte einfach keine Zeit mehr. So war ich schon im Restaurant, dann dies, dann das, Twitch. Ey, ich habe so viele Sachen gemacht, dass irgendwas musste ich halt reduzieren. Ja, man kann nicht alles machen, weißt du? Du hältst ja richtig dagegen. Der überholt mich einfach locker flock. Was ist da los? Ich mach mir mal O-Saft. Du bist, gönn dir den O-Saft. Ehre. Oh, ich hätte auch gerne einen. Das war jetzt schon nice. Ja, hier gehöre ich hin. Kennt ihr diese Menschen? Ich kenne diese Menschen, Bruder. Okay, aber auch cool. Wesh, kann schon sagen, dass er einen eigenen Online-Shop hatte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kenne diese Menschen auch. Kennst du da hinten? Das stimmt, das stimmt. Fruchtbar nicht. Hallo. Das Rennen muss ich nochmal machen. Zweiter werden ist halt so gar keine Option. Wohl recht. Den kriege ich tatsächlich. Damn. Das war's für dich. Ach komm. Stand von Anfang an fest. Schade. Es hieß, du wärst gut. Tja, so kann Junge 9 mit täuschen. IQ von 145 schießt Studium ab. Schließt Studium ab, okay. Ich dachte mir so, das hätte ich auch schaffen können, technically. Easy, easy. Naja, für sie. Weißt schon, wir haben viel gemacht. Wir haben das Restaurant, Online-Shop, Amazon. Jetzt Twitch. Twitch ist schon nice. Twitch macht Spaß. Ist schon geil. Deinen Sieg über die Speed hab ja auch IQ 145. Die Penner sind ein Scheiß gegen mich. Genau wie du. Ich hab IQ 200, Bruder. Zumindest hatte ich den, als ich 7 war. Easy. Ich werde dich sowas von fertig machen. Oder du wirst mich sowas von nicht fertig machen. Sein und schon wieder verkackt. Ich darf von neu anfangen. Bullshit. Und dann kam das Koks, dann kamen die Nutten, dann kamen die falschen Freunde und
Die kaputten. By the way, mein Kumpel hat abgesagt. Lul. Er muss gleich arbeiten gehen und schafft kein Ründchen mehr. Ehrenlos. Sagt er einfach ab? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Wenn ein Mensch Ehre hat, dann er. Größter Ehrenmann in Norwegen. Glaubst du, dein Sieg über die Speedboys zählt irgendwas? Ha? Die Penner sind ein Scheiß gegen mich. Ja. Genau wie du. Hey, nein, wie angeschaltet? Keine Ahnung. Ich werde dich sowas von fertig machen. Ah, jetzt darf ich schon wieder von neu anfangen. Das gibt's doch nicht. Die Runde ist scheiße. Ich hole den halt niemals ein wieder. Oh lol, da fährt einfach Ding in Auto. Ehre. Ehre. Glück beim Start heißt noch gar nichts. Ja lol, was will denn der Bulle jetzt? Das ist jetzt richtig unfair. Ja komm, wie soll man so bitte das Rennen gewinnen? Ja, hier gehöre ich hin! Lol, der Typ ist halt 250 Meter weit weg. Ich tue ihn halt niemals einholen jetzt. Außer er fährt wieder gegen 10 Autos. Ha, wie geht's dir da hinten? Beenden wir das Rennen. Jetzt kriegst du richtig Probleme. Die Cops wollen's wissen. Ich hab hier einen flüchtigen Racer. Schnappen ihn uns. Oh, die Cops wieder am Start, Alter. Es ist wieder heftig am Eskalieren. Du kriegst mich nicht mehr! Scheint tatsächlich nicht. Das war's für dich! Ich bin einfach zu schnell! Bruder! Schaff ich das noch? 500 Meter? Die können's einfach nicht lassen! Jawohl, als ob ich's geschafft habe. Easy. Als ob. Jetzt schnell weg von dem Bullen. Das war nur Glück! Darauf kannst du dich nicht immer verlassen! Hallo. Bam. Und dann sage ich, lege ich mich mit Mobile Twitch wieder ins Bett. Let's go. Weißt du, was mich traurig macht? Nein, Bruder. Dass du kein Need for Speed hast? Auf deinem Auto steht Don und Tequila. Und wo ist das? True Schluckbox? True Schluckbox? Ja, Bruder. Können wir gerne einrichten, Bruder. Leck mich doch am Arsch. Er will unbedingt auf meinem Auto stehen. Alter, ich glaube, hier bin ich noch nie gefahren. Ja, Mann. Ich hab unser Ziel. Ich entkomme.
Entkommen! Tritt gegen Oscar an, abgeschlossen. Ah ja. Nice. Nice one. Gute Neuigkeiten. Yes, so kann's weitergehen. Du weißt, wo du hin musst. Dein nächster Gegner wartet schon. Ja. Und Bock das Spiel? Ja, Bruder. Übelst. Übelst hart bockt sich das. Ich muss Kohle sammeln und Rap sammeln. Das ist echt schwierig. Was ist das? Drift Trial. Let's go. Fahren wir einen langen Weg, Bruder. Ich freue mich schon, wenn ich die Story durch habe und dann erstmal online spiele, Bruder. Das wird nice. Es gibt ja nämlich einen Online-Modus. Ich spiele ja gerade momentan nur Solo. Und online soll sich auch übelst bocken. Man könnte theoretisch auch gegen Zuschauer spielen. Weißt du, was ich meine? So Wettrennen machen und so. Darauf hätte ich richtig Bock. Technikell hätte ich das Money, um das Spiel zu kaufen. Bruder. Aber das Spiel bockt auf jeden Fall. Ich kann es empfehlen. Aber aktuell will ich mein Restgeld nicht ausgeben. Ja, Bruder, musst du auch nicht. Alle Herren, wir haben ein bestätigtes Zielfahrzeug. Es handelt sich um ein BMW M3. Und abhauen hier. Alter, die sind doch nicht normal. Was ist denn mit dem? Jetzt fängt das mit der Verfolgungsjagd wieder an. Das bockt sich halt gar nicht. Es bockt sich überhaupt nicht. Also ich finde, diese Verfolgungsjagden sind jetzt so übertrieben. Schau mal, ich werde die halt safe nicht mehr los. Nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Und die verhaften mich wieder, verliere super viel Geld. Verfolgungsjagd, ey. Ey, was? Ey! Was machen die denn, Mann? Fuck off! Das macht keinen Sinn. Warum? Rasten die denn so aus? Ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, schon zum 5. Mal diese Verfolgungsjagd. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg und ich google jetzt. Heute kamen meine Merch-Teile an, die ich mir bestellt hatte, direkt anprobieren. Go for it. Schick Bild, Bruder. Hm.
lesen wir mal. Die Verfolgungsjagden sind hart, die Cops skrupellos. Werdet ihr erwischt und euer Wagen erleidet den Totalschaden, verliert ihr einen Großteil eurer verdienten Rufpunkte und eures ersparten Geldes. Ist mehr als unnötig und hat einen anstrengenden Grind zur Folge. Ja! Scheißdreck, Alter, das muss nicht sein. Da möchten wir euch in unsere Tipps dabei helfen, schneller und öfter zu entkommen. Zu Beginn werdet ihr vor allem östlichen Teil der Karte aufhalten. Hier gibt es viele Stellen, an denen ihr ins Wasser fallen könnt. Entweder ist das Meer selbst oder schmale Pfade innerhalb der Stadt, die von Wasser umgeben sind. Wasser mögen die Polizisten hier überhaupt nicht. Mit hohem Tempo könnt ihr euch ein solches Wasserquelle nähern und mit einem Drift per Handbremse davon die Richtung wechseln. Folgen euch ein paar Polizeiwagen, werden diese mit großer Wahrscheinlichkeit dort hineinfallen und ihr habt somit zerstört. Ist gerade kein Wasser in der Nähe, haben wir einen anderen nützlichen Tipp parat, den euch das Spiel selber nicht verrät. Haltet ihr euer Auto an und gedrückt gleichzeitig L1 und Viereck oder LB und X, könnt ihr euren Motor abstellen. Das Licht erlischt und ihr seid schwierig zu orten. Wollt ihr den Kopf schneller entkommen, solltet ihr euch eine enge Seitenstraße suchen und dort den Motor abstellen. Mit den Starterwagen solltet ihr maximal bis Heatstufe 3 leveln, dann ansonsten wird es gefährlich und zu entkommen. Hier ist unmöglich auf. Ist schier unmöglich. Ja, toll. Auf Heatstufe 4 erscheinen Corvettes als Polizeiwagen und die abzuschütteln wird schwierig. Sichert lieber euren Ruf, indem ihr regelmäßig zu einem Versteck fahrt. Ja, toll. Das ist behindert. Aber das mit dem Wasser können wir probieren. Irgendwie. Keine Ahnung, wie man den Motor abstellt. Noch nie gemacht. Das muss ich ausprobieren, wenn ich mal nicht irgendwie von der Polizei gejagt werde. Internet kickt wieder rein. Oh, damn. So, da ist Wasser. Wir fahren jetzt mit voller Geschwindigkeit dahin. Oha, gibt euch das. Oh mein Gott, ich entkomme. Ich entkomme. Oh mein Gott, ich bin entkommen. Einfach ins Wasser reinfahren, Alter, ohne Scheiß. So, ich leg mich mal wieder ins Bett, alles klar, Johnny Boy. So, wie macht man den Motor denn aus? Oh lol, da kommen die Bullen wieder. Schnell wegfahren. Wo ist denn ein Versteck? Da ist ein Versteck. Einheit, wir geben die Verfolgung auf. Keine Ahnung wie, aber die Zielperson ist entkommen. Okay, wir brechen ab. Oder wenn wir diesen Racer noch mal sehen, wird er bezahlen. Toll, als ob da noch ein Bulle ist. Grüße an aus Shawnee Boys Bett. Let's go. Jetzt mal die Garage aufsuchen. Shawnee Boy wieder im Bett. Junge, Junge. Du kommst voran.
Nice. So kann man aufsteigen. Let's go. Hey, wie war's mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Flamingos, Palm City erlebt eine Invasion neonpinker Flamingos, die du zertrümmern kannst, um Geld und Rap zu verdienen. Zertrümmer sie alle, um dir einen ganz besonderen Porsche Cayenne GT4 und einen Tuning-Goodies zu sichern. Let's go. Ja, Mann, richtig fertig, Junge. Andere Farbe, Bruder. Ach, ich schau mir jetzt Community-Dinger wieder an. Safe ist was Gutes dabei. Dein Stream ist schon geil jetzt, aber vom Uhrzeit her taugt mir das gerade gar nicht. Bruder. Doch, das taugt absolut. Das taugt absolut. Wollte vorhin 2-3 Röntchen LOL zocken und dann mit Cousin FIFA. Hat sich das alles auch wieder erledigt. Ja, Bruder. Ich mach wieder diese. Ich muss sagen, das sind nicht so geile Sprays am Start. Da war irgendwie so ein ähnliches wie Camouflage, das fand ich geil, aber das finde ich nicht mehr. Okay, komm, wir machen unseren eigenen geilen. So, schauen wir mal, was wir finden. Wir machen jetzt was ganz Nices. Machen jetzt ein Camo. So, wir machen das ein bisschen größer. So. Ja, Mann. So, wir machen das jetzt. Die Grundfarbe ist... Lass mich mal gucken. Die Grundfarbe muss schwarz sein. Ehrendome ist in der Haus. Wupp, wupp. Was geht, Ehrendome? Was guckst du gerade nach? Ein Carb-Rap, wie wir unser Auto jetzt rappen. Boah, wir machen jetzt eine eigene Folie, Bruder. Und zwar in Matt. So, wir brauchen aber schwarz. Das ist nicht schwarz, das ist schwarz. Aber das ist auch irgendwie ein komisches Finish. Ja doch, so ist gut. Dome moin moin. Ich mach so gerne eigene Folien. Let's go, ja, das machen wir jetzt. Das löschen wir alles raus. Let's go. Oh damn. Only schwarz schaut das Ding auch brutal aus. So, wir machen eine neue Ebene. So. Jetzt muss ich gucken. Moin moin, Shawnee Boy. Jetzt muss ich gucken, wie wir das machen. Das wird schwierig. So, schwarz ist es auf jeden Fall. Oh, wie machen wir ein Camouflage? Das wird super schwierig. Das wird super schwierig. Was haben wir denn alles hier für... T
Ja, so Camouflage-Dings wäre nice. Schau mal, da ist doch was Ähnliches. Ja, okay, das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Was haben wir noch? Na, nicht ganz. Ich lade mal Need for Speed auf die PS4 und schick paar in Discord. Ja, Mann. Was haben wir da? Das ist ein Sticker. Eine Menge. Ich habe mir noch nichts davon angeschaut, so richtig. Was machen wir jetzt? Noch mehr Sticker. So ein Tequila-Picture wäre schon nice. Stellt euch vor, Tequila-Kiste auf dem Auto, Bruder. Ich würde es feiern. Ich würde es richtig feiern. Okay, noch mehr Sticker. Diese Blättergeräusche gehen ein bisschen auf den Sack. So, da ist aber nichts dabei, was so richtig passen würde. Oh, wir haben doch hier Camouflage. Aber das sieht weird aus. Muss man ein eigenes machen, oder warte mal. Das sieht ziemlich kacke aus. Nee, das fühle ich nicht. Tigerstreifen. Ne, das machen wir schön selber. Also so komplett selber. Weil da kann man ja. Kann man safe Farbe ändern? Ja. Kann man Farbe ändern, aber. Das sieht weird aus. Ja, Bruder, schick mal rein. Hauptsache, du hast auch Need for Speed. Nice. Okay, wo waren jetzt die... Das war, glaube ich, hier kann das sein. War das hier? Ja, da war's. Das können wir uns anschauen. Frisch gepresster O-Saft ist schon echt nice, Bruder. Ich würde auch gerne, so richtig gerne gerade. Oh, das sieht aber kacke aus. Bruder, das sieht echt kacke aus. Ich müsste jedes einzeln machen, Alter, ohne Mist. Das sieht schon echt scheiße aus. Das sieht schon echt scheiße aus. Oh, jedes Mal. Kann man das kopieren? Farben hinzufügen? Weed. Weird, nicht weed. Habe ich überlegt, entweder ich stehe auf, laufe rüber zum PC oder warte, bis Handy wieder WLAN hat. Also, hab mich für warten entschieden. Let's go. Der Boy geht einfach warten. Roulette all. Der Boy will sich hochspielen. Oder es sieht so weird aus. Nee, das sieht kacke aus.
Yeah, yeah, du bist Suchtkickt. True Story. Conan gefällt dir nicht, aber suchtet ihn. Was denkst du, warum ich immer hier bin? Jawohl. Jawohl. Hallo? Achso. Wir ändern die Farbe nochmal. In Chrom, oder? Süß. Fahren wir mal mit so einem. Ach, konnte das auch gut. Jetzt ist die Zeit für Don's G. Don's G-Punkt. Nein, Bruder. Don's G-Punkt fühle ich nicht. So gar nicht. So gar nicht. Gesundheit. Den Sturz fühle ich auch nicht. So gar nicht. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit vom ganzen Stream! Ach, komm, wir nehmen nur die Farbe. Das muss reichen. Gehst du? Ach ja, ich bin jetzt. Okay. Ich habe mir noch schnell was zu trinken geholt. Ciao Kimi, viel Spaß! Schade, werde es weiter versuchen. Irgendwann mache ich es vielleicht sogar. Was geht, Bro? Stream Element! Inkredibele. Alles fit bei dir? Wie war dein Tag, Nightbot? Let's go. So, Palm City Bezirke. Wir haben bei jeder Fahrt was Neues. Palm City ist in 18 Bezirke unterteilt. Sicher dir fantastische Belohnungen, Bruder, indem du sämtliche Sammelobjekte oder Aktivitäten in einem Bezirk abschließt. Hast du sie alle abgeschlossen, fallen die Belohnungen sogar noch größer aus. Saftig, saftig. Das freut mich jetzt aber. Keine Points für Rollett, Junge. So, let's go. Ja, dann gehen wir mal darüber. Aber warte mal, es gibt noch näher ein Rennen. Oh, damn. Das schaffen wir nicht. Gehen wir darüber. Besser ist es. Rollett ist so ein Schmutz. Bruder. Bruder.
Markierung nur wegmachen. So läuft. Die andere Markierung wollte ich aber nicht wegmachen. Ich werde niemals richtiges Glücksspiel versuchen. Das ist auch gut so, Bruder. Lieber die Finger davon lassen. Das ist übelst Schmutz. Nur heftiges Money Waste. Richtig heftiges Money Waste. Das ist maximal für reiche Leute, Bruder. Wenn du einfach zu viel Geld hast und du weißt nicht wohin damit. Mehr auch nicht. Selbst da ist es einfach nur unnötig, das Fuck. Da kann man mit dem Geld auch Besseres anstellen. Viel Besseres. Der Roulette-Scam reicht mir schon. Besseres zum Beispiel Klarspenden. Du bist, das habe ich auch schon mal gesagt. Und jetzt zieh mich an. Ich habe alles vergambelt. Bruder. Mein Haus, meine Frau, meine Kinder. Mein Vermögen, meine Ehre, alles weg. Alles weg, let's go. Verdammt, das war gar nicht gut. Was hier abgeht. Let's go! Bam! Alle überholt, Alter! Alle überholt! Schmackhaft! Schmackhaft! Alle überholt, Alter! Let's go! Noch 500 Meter! Oh, ich dachte nicht, dass ich das noch schaffe. Bruder! Mal anhalten, Alter. Rechts reinfahren. So. Klar, weißt du, wo ich mich jetzt sehe? Bei einer Runde COD im Modern Warfare. Here we go. Was laberst du? Jetzt spielst du ohne uns Call of Duty. Ewig spielt er kein Call of Duty und jetzt? Damn. Jo klar, was sagst du? Soll ich mir auch nicht was Speed holen oder nicht? So 40 Euro gut investiert? Also ich sag's mal so. Ich werde das Spiel definitiv lange spielen, oder? Definitiv.
Und das Tuning, selbst das Tuning schon und die ganzen Autos freizuschalten, ich glaube, das ist schon worth. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch worth, es gleich zu kaufen und nicht einfach noch zu warten. Weil weißt du, es. Ich weiß nicht, wenn man locker einen Monat wartet, dann kann man safe nochmal 10, 15 Euro sparen. Aber ganz ehrlich, ich habe. Also, ich glaube, das war das beste investierte Spiel dieses ganze. Also, vom ganzen Jahr, ohne Scheiß. Besser als Call of Duty, ich sag's dir. Oder 4K-Fernseher, ey, das geht ab. Das schaut so gut einfach aus. Das schaut einfach so gut aus. Ich will es jetzt nicht so krank hypen oder so, aber es ist schon wirklich ein gut investiertes Spiel, meiner Meinung nach. Auch gut, auf Roulette 10 oder so reagiert der Bot nie, aber auf All immer. Aber was will denn der Bulle jetzt? Ich habe mich nicht bewegt. Schmutz, ich habe nichts gemacht. Bruder. Ich hab nichts gemacht. Einfach ins Wasser. Hallo? Oder die Stelle muss ich mir merken. Nice, hier so. Warte, wo ist das? Okay. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, einfach da rein. So, wir fahren wieder rechts ran. Ja, Black Friday könnte ich abwarten. Ah, ja. Besser als COD. Ja, Johnny Boy, definitiv. Vor allem die Musik und so. Bruder, das ist so geil. Das ist auf jeden Fall nice. Hey, da ist ein Flamingo. Hier ist irgendwo ein Flamingo. Hey, wo soll das sein? Hey? Soll der Flamingo sein? Auf der Karte ist er genau hier. Blind? Auf der Karte ist er genau da, wo ich bin. Na ja, gut. Sia, was geht? Zwei Tage noch, was geht bei euch? Zählt heute nicht mehr mit Lucy. Was? Was ist dann? 30er, kann man online mit Kollegen fahren? Ja, Bruder, darauf freue ich mich. Ich spiele ja momentan gerade nur, naja, ich spiele gerade momentan ja nur Solo. Man kann online gegen seine Kollegen Rennen fahren. Das will ich. Darauf freue ich mich gerade am allermeisten. Und irgendwie hat auch keiner das Game darum. Irgendwie weird. Irgendwie dachte ich auch, dass irgendwie vielleicht Leute ins Stream kommen und fragen, ob wir ein Rennen gegeneinander spielen. Aber kam bis jetzt auch keiner. Ja, trotzdem drei Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich muss ja zugeben, ich bin schon am überlegen, ob ich mir noch Pokémon kaufe. Ach, wegen Pokémon. Ja, Pokémon werde ich mir erstmal nicht zulegen. Erstmal nicht. Okay, mal schauen. Ja, also gegen Kollegen fahren, da habe ich auch richtig, richtig, richtig Bock drauf. Ohne Scheiß. So, da sind drei Sprays hintereinander, Alter, was geht? Wo sind denn noch Rennen? Wo sind noch Rennen? Da. So, 220 empfohlen. Das könnte man noch Rennen fahren. Das ist eigentlich... Komm, wir gehen ein bisschen Sachen sammeln. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, wollen wir hier das Spray holen. Let's go! Pokémon! Oh. Wann kommt es? Oder drei Tage. Dann kommt das neue Pokémon. Drei Tage. Ja, jetzt kommen echt gute Spiele raus, so die Tage. Das ist echt frech. Kam das ganze Jahr lang nichts. Und jetzt kommt alles auf einmal. Bruder, das Spiel ist worth. Gut investiert. Fizzy Olds hier, go and get it. Bestes Spiel. Mofogger.
Hä, hey, habe ich irgendein Update nicht mitbekommen oder was ist da los? Ich kack ab. Bruder, ich spiel's eine Stunde und der erste Crash ist schon wieder drin. Hätte es mal für PC geholt, ja. Nee, ich hol's doch nicht. Hä, hey, was ist da los? Entweder es liegt an der Xbox oder das Spiel ist echt beschissen programmiert. Für die Xbox zumindest. Oh. Safe besser als COD. Nee, Bruder, COD hat sich krassere Bugs. Viel heftigere. Sicher, dass es kein Update gibt? Warte mal. Schauen wir mal, vielleicht finde ich irgendwo ein Update, was ich nicht installiert habe. Bereit zum Installieren. Nichts. Hm. Ja gut, na dann wieder back in Need for Speed. Oh, safe besser als COD. Wurde direkt wieder auf den Boden der Realität geholt. Ja. Ist so, wisst ihr, wo ich mich jetzt sehe bei einer Runde LOL, so kritisch. Nur Stream gucken ist gerade ein bisschen langweilig. Oh, und was nebenbei zocken überfordert mein Brain. Was für langweilig, Bruder, das ist doch nicht langweilig. Bruder, da macht er meinen Stream runter, was ist mit dir los? Cooler. Bruder. Ey, ich frag mich echt, warum das bei mir so oft crasht. Bei anderen Streamern? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber als ich den so geguckt habe, hat das, habe ich nichts von Crashes gehört, aber na gut. Also hier gibt es auf jeden Fall Online-Spielen, Party erstellen und so. Haben wir noch nicht ausprobiert, also es gibt auf jeden Fall noch was zu entdecken. WKD, oh Bruder, vielen Dank für den Follow, WKDNDKDJDMDYNEVDKDB. Bruder, wir zocken ein bisschen Need for Speed Heat, Bruder, vielen Dank für den Follow. Wie wär's mal mit Lernen für deine Schule, sobald ich gesund bin, ja. Na gut, wir ballern wieder in Solo rein. Ay, caramba. Ja, heißt leck mich am Arsch. Das neue Ja, ist das Yeah, yeah. Das ist das gleiche. Oder? Gute Neuigkeit. Yes, so kann's weitergehen. Oh, leck. Du weißt, wo du hin musst. Dein nächster Gegner wartet schon. Ja, jeet. Okay, komm rein in LOL. Hey, wie war's mit Wayne? Okay, Boys, ich geh mal schnell eine Pinkelpause machen. Bin gleich wieder da. Parallel zum Stream! Parallel zum Stream esse ich Hummer und Kaviar. So, let's go. Wir können wahrscheinlich nichts upgraden bis jetzt. Aber wir wollen auch einen neuen Motor. Hmm.
Oder auch nicht. Aber das mit dem Motor verstehe ich irgendwie nicht. Schau mal, da steht... Ich habe einen Motor, der ist gleichwertig mit dem hier fast. Und dann tue ich erst auf Rap-Stufe 19 freischalten. Das ist weird. Das ist weird. Läuft gerade ein Bingo. Keine Ahnung, kannst du doch mal... Bingo. Mal nochmal Bingo. Twitch. Jetzt läuft ein Bingo. Easy, Bruder. Jetzt läuft ein Bingo. Oh. Pro Plus? Naja. Let's go. Elite, Alter, Schwede. 8 Gang. Let's go, Nubis! Er braucht die Points, damit die Sucht kickt, Alter. So, let's go. Irgendwie hat mir vorher die Folie besser gefallen. Let's go! So, die Folie hat mir besser gefallen. Wir müssen wieder bei Nacht fahren. Das ist Game immer. Freeze ist schon weird irgendwie. So, wir gehen ein paar Sachen einsammeln. Wir fangen einfach beim ersten an und fahren erstmal dahin. Diese Crew, die Dreamkillers, hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt dein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparring. Aber hey, du kannst ihm zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die. Die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. Auto weg. Hey, hier ist Wayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. So, next one. Wo ist das nächste? Ach, da drüben. Wo es hängen geblieben ist. No, Stress Arena, let's go.
bald wieder da. Okay, oh, Roger, boy. Oh, was kriegen wir eigentlich, wenn wir das alles einsammeln? Ich hab's schon wieder vergessen. Hä, was soll ich machen? Ach, das ist Driften? Hallo. Ist es Driften? Das ist nicht Driften. Doch, das ist Driften. Ich bin verwirrt. Egal, ich sammle eh nur die Dinger ein. Ich hätte gerade übelst Hunger auf eine Pommes Mayo. Pommes Mayo? Wäre auch ganz nice. Hätte ich auch Bock drauf. Das eine einfach komplett umfahren. No way. Ich mach mir kurz fertig, ich schreib hier rein, wenn ich loslaufe, alrighty mighty. Alrighty mighty. Hey, ich bin lost, wo ist denn das? Ach, da drüben. Okay, no way. So, das nächste ist hier. Glückwunsch, Nubis! Bruder, das hat ganz schön lang gedauert. 7 Minuten lang. Endlich, ja, Mann. Aber gut durchgehalten, Bruder. Gut durchgehalten, Ehrenmann. Roulette all! Bruder! Er fängt nicht klein an, er knallt einfach alles direkt raus. Alter. Nice, nice, nice. Next one hier. Prozent. Verfolgungsjagd, let's go! Alle Herren, Sie haben ein bestätigtes Zielfahrzeug. Es handelt sich um ein BMW M3.
jetzt wird's kritisch. So, wo ist denn das nächste? Kann man schon mal so in die Richtung fahren? Ich sehe keins. Ach, hier. Und das ist Gott sei Dank eine Tankstelle. Kann ich mir mal ein bisschen Unterstützung kriegen oder ist das einfach zu viel verlangt? Ich habe rumgefragt, aber niemanden gefunden, der euch helfen will. Ihr seid also auf euch gestellt. One incoming. Let's go. Damn. So, wo ist denn das nächste? Wie sieht's aus? Ich arbeite dran. Die Sache ist zu. Ah, mal in die Richtung. Halt dein BMW sofort an! Halt dein BMW sofort an! Niemals, Alter. Leute, wie kommt man denn da hoch? Wir fallen jetzt einfach ins Wasser. Und zwar einmal hier lang. So, Bruder, ich bin da mal eben weg. Bin so in 20 Minuten wieder da. Alles klar, Bruder. Dann bis in 20 Minuten, Bruder. Keine Chance. Wir sind heute Nacht komplett gleich, Pommes and out! Pommes and out! Let's go! So, wo ist das nächste Zuhause? Da. Geht's dahin?
Auf ins Versteck, Bruder. Auf ins Versteck. Machen wir dem Trauerspiel ein Ende. Es hat ja sowieso keiner mehr Sichtkontakt zum Zielfahrzeug. Was? Lass den Wagen entkommen? Hallo. Das hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Oh nee, jetzt fängt es schon wieder an. No way. No way, jetzt fängt's schon wieder an. No way. No freaking way. Das kann nicht sein. Sehr gut. Wir haben nämlich die Verfolgung unserer Fotografierten wieder aufgenommen. Hängt euch dran. Oh, lecker, da bin ich weg. Als ob die mich wieder so krass zerfetzen.